Es waren die abscheulichsten Verbrechen, die der US-Bundesstaat Kansas je erlebte. Er fuhr durch die Straßen, sah eine Frau und sagte, du bist die Nächste. Der Täter ging immer nach demselben Schema vor. Fesseln. Er hatte seine Utensilien immer dabei. Die Schnur, mit der er sie fesselte, die Plastiktüten, die er ihnen über den Kopf zog. Foltern. Meine Mutter bettelte um ihr Leben, aber er zeigte keine Reue. Töten. Fahren Sie zur Adresse 843 South Pershing. Nancy Fox wurde ermordet. Über drei Jahrzehnte verhöhnte er Polizei und Medien mit seinem perversen Katz-und-Maus-Spiel. Wir konnten nichts anderes tun, als auf das nächste Opfer zu warten. Aber wurde der sogenannte BTK-Killer als Mörder geboren? In seinem Körper lebten zwei Personen. Eine war der liebende Ehemann und Vater, der Pfadfinderführer, und die andere war ein absolutes Tier. Ich brach in ihr Haus ein und wartete, bis sie nach Hause kam. Die Aussage eines sadistischen Killers. Hatten Sie eine Waffe dabei? Ja, eine Pistole. Besser gesagt zwei. Nachdem er eine Stadt drei Jahrzehnte lang terrorisiert hat, beschreibt der Mörder seine Taten nüchtern, aber detailreich vor Gericht. Erwürgen klappte bei ihr nicht, also benutzte ich das Messer. Wir erhalten Einblick in die Geisteswelt eines Psychopathen. Serienmörder durchlaufen verschiedene Phasen. Nach 30 Jahren werden endlich alle Puzzleteile zusammengesetzt. Wichita, Kansas, USA. Einst eine friedliche kleine Stadt am historischen Viehtreibeweg, hat sich Wichita zur bedeutenden Industriestadt entwickelt, in der heute mehrere Unternehmen der Flugzeugindustrie angesiedelt sind. Bis zum Jahr 1974 geht das Leben hier seinen friedlichen Gang. Für die Bewohner von Wichita war es ein Schock. Solche Morde gab es vielleicht in New York oder an der Westküste, aber doch nicht im Bible Belt. Damals ist Richard LaMannion Chef der Polizeibehörde von Wichita. Der erste Mord geschah in einem wohlhabenden Wohnviertel mit sehr niedriger Verbrechensrate. Keiner hätte auch nur im Traum daran gedacht, dass es hier zu einem solchen Mord kommen könnte. Da drüben ist das Haus an der Ecke Murdoch und Edgemore. Hier drang er durch die Hintertür ins Haus ein, nachdem er die Telefonleitung gekappt hatte. Im Haus sehen sich die Ermittler mit Bildern konfrontiert, die sie ihr Leben lang nicht loslassen werden. Mutter, Vater und zwei Kinder waren in einer Art Ritualmord getötet worden. Die Familie ist erst vor kurzem in das friedliche Vorstadtviertel gezogen. Der Eindringling erwürgt Joe Otero, den Vater, dessen Ehefrau Julie, und wendet sich dann dem Sohn zu. Joey war 9 Jahre alt. Der Täter zog ihm eine Plastiktüte über den Kopf. Dann setzte er sich in einen Sessel und sah zu, wie der Junge langsam erstickte. Nachdem die Eltern und der Sohn tot waren, brachte er die 11-jährige Tochter Josephine in den Keller und erhängte sie dort. Die Tötung der Familie Otero ist der Beginn einer rätselhaften Mordserie, die die Stadt über Jahre in Atem hält und erst 30 Jahre später aufgeklärt wird. Haben Sie das zum Vergnügen getan?
Sexuelle Fantasien. Dennis Rader wurde 1945 in Pittsburgh, Kansas, geboren. Doch er wuchs in Wichita auf. Er war der älteste von vier Söhnen und hatte eine unauffällige Kindheit. Roger Farthing wird am selben Tag wie Dennis Rader eingeschult. Die Kinder freunden sich an und erleben eine unbeschwerte Zeit in der friedlichen Kleinstadt. Seine Mutter arbeitete in einem Lebensmittelladen. Sein Vater war bei der Eisenbahn. Es waren sehr nette Leute. Dennis war ein ruhiger, ausgeglichener Junge. Wir wohnten in der Nähe des Flusses und gingen dort immer gemeinsam fischen oder auf die Jagd. Sport war nicht so sein Ding. Überhaupt tat er sich nicht groß hervor. Er war aber bei allem mit dabei, als Mitglied der Gruppe. Obwohl Rader kein Problem damit hat, sich in die Gruppe einzufinden, entwickelt er schon in diesem frühen Alter abwegige Gefühle und Gedanken. Er erwähnte später, dass es ihn als Heranwachsenden immer faszinierte, wenn seine Großmutter die Hühner schlachtete. Das fand er spannend. Wir waren meistens unten am Fluss. Dort gab es jede Menge Beschäftigung. Fischen, Fallen stellen, all sowas. Ein paar meiner Klassenkameraden, die in ihrer Freizeit mehr mit Dennis zu tun hatten als ich, erzählten mir später, dass er immer Schildkröten jagte. Gut, das machten wir alle. Und wir töteten die Schnappschildkröten auch. Aber er tötete die Tiere, indem er sie aufhängte. Ich selbst habe das allerdings nie gesehen. Ich habe erst nach seiner Verurteilung davon gehört. Er gab zu, dass es ihm Spaß machte, Tiere zu quälen. Außerdem hatte er einen sexuellen Fetischismus, Damenunterwäsche. Damals machten sich diese Neigungen noch nicht bemerkbar. Sie kamen erst zum Vorschein, als der Serienmörder Dennis Rader die Bildfläche betrat. Ein ganz besonderes Erlebnis schürt Raders sexuell abweichendes Verhalten. Als er 11 oder 12 war, demütigte ihn seine Lehrerin vor der ganzen Klasse. Rader war sehr wütend darüber und lief abends zu ihrem Haus, weil er sie beobachten wollte. Er hatte ein Seil dabei, das er sich um die Hüfte gewickelt hatte. Und während er sie durchs Fenster beobachtete, hatte er einen Orgasmus. Die Kombination Seil plus sexuelles Vergnügen plus Voyeurismus manifestierten sich in seinem Kopf als ein Gefühl der Dominanz und Macht über einen anderen Menschen. In seiner Entwicklung zum Erwachsenen mischten sich diese Elemente und bildeten später die Grundlage seiner sexuellen Fantasien. Dennis Rader wächst in einer friedlichen Kleinstadt auf und verlebt eine völlig normale Kindheit. Doch in der Pubertät erlebt er einen inneren Aufruhr. Niemand kann ahnen, wozu seine immer wilder werdenden Fantasien eines Tages führen. Dennis Lynn Rader wächst als ältester von vier Brüdern in Wichita, Kansas auf. Trotz eines stabilen Familienlebens kommt es bei ihm während der Pubertät zu einer verstörenden Entwicklung. Ab dem 8. oder 9. Schuljahr wurde er von sexuellen Fantasien heimgesucht, die sehr absonderlich waren. Er selbst sagte, dass er schon damals wusste, was zukünftig einmal aus ihm werden würde. Nach seinem Studium an der Universität arbeitet Rader 4 Jahre als Mechaniker bei der US Air Force. Danach kehrt er nach Kansas zurück und zieht nach Park City im Norden von Wichita.
Im Mai 1971 heiratet Rader und trotz des glücklichen Familienlebens wird er weiter von seinen inneren Dämonen heimgesucht. Auf den ersten Blick war Dennis Rader eine Stütze der Gemeinschaft. Doch in seinem Innersten sah es ganz anders aus. Natürlich sprach er mit niemandem über seine intimsten Fantasien, auch nicht mit seiner Frau. Rader liest mit Begeisterung Detektivzeitschriften, in denen Folterszenen abgebildet sind. Seine abseitigen Fantasien bringt er in Form von kleinen Zeichnungen auch selbst zu Papier. Viele Menschen lesen diese Magazine, aber keiner setzt um, was er dort sieht. Für einen Serienmörder stellt das kein Problem dar. Er ist dazu fähig. Er nannte es den Faktor X. Damit bezeichnete er sein abweichendes sexuelles Erregungsmuster. Ihn stimulierte nicht nur das Töten, sondern auch die sexuelle Erniedrigung seines Opfers durch sadistische Handlungen. Er las viel über andere Serienmörder und lernte so, sich selbst zu verstehen. Aber er lernte auch, wie er einer Festnahme entgehen konnte, weil er studierte, welche Fehler andere Serientäter gemacht hatten, die gefasst wurden. Dennis Raders Gedanken, Pläne und Fantasien nehmen am 15. Januar 1974 Gestalt an. An diesem Tag ermordet er die Familie Otero. Erst über 30 Jahre später erfahren die Bewohner von Wichita und die Polizei, was sich am Tatort wirklich zugetragen hat. Dennis Rader selbst schildert es vor Gericht. Ausschlaggebender Moment für die Ermordung der Familie war für Rader der Anblick der Frau und der kleinen Tochter. Vermutlich zog es ihn aus sexuell motivierten Gründen zum Haus der Familie. Ich drang ins Haus ein und bedrohte mit einer Pistole Mr. Otero. Da erst wurde mir bewusst, dass ich ja keine Maske trug oder so etwas und man mich identifizieren könnte. Also beschloss ich, sie alle umzubringen, sie zu erwürgen. Als erstes Mr. Otero. Ich zog ihm eine Tüte über den Kopf und erwürgte ihn. Danach tötete ich Mrs. Otero, dann würgte ich Josephine. Nachdem sie tot war, ging ich zu dem Kleinen und zog auch ihm eine Tüte über den Kopf. Als ich mit ihm fertig war, war Josephine wieder aufgewacht. Was machten Sie dann? Ich erhängte sie im Keller. Taten Sie sonst noch etwas? Ich hatte sexuelle Fantasien. Rader richtet ein Blutbad im Haus der Familie an und fährt dann nach Hause. Er möchte da sein, wenn seine Frau von der Arbeit nach Hause kommt. Natürlich fragte man ihn auch, wieso denn seine Frau von all dem nichts mitbekam. Er erzählte, dass er einmal mit ihr am Frühstückstisch saß und die Zeitung las, in der die Polizei eine Nachricht vom Täter abdrucken ließ. Seine Frau schaute ihm über die Schulter und sagte, sieh mal, der Kerl macht denselben Rechtschreibfehler wie du. In diesem Moment dachte er, dass er auch sie töten müsste. Doch nachdem sie nichts mehr zu dem Thema sagte, ließ er sie in Ruhe. Während sich die Stadt noch von der furchtbaren Ermordung der Familie Otero erholt, sucht Dennis Rader bereits nach einem neuen Opfer. Er entdeckt die 21-jährige Catherine Bright, als sie aus ihrem Briefkasten in der East 13th Street in Wichita ihre Post holt. Catherine Bright studierte an der Wichita State University und war gerade mit ihrem Bruder, ebenfalls Student, nach Hause gekommen. Die beiden wussten nicht, dass der Mörder schon im Haus war und auf sie wartete. Und Rader weiß nicht, dass Brights Bruder Kevin dabei ist. Erst ließ ich ihn sie fesseln, dann fesselte ich ihn. Der Bruder konnte sich befreien. Er stand auf und fing an zu schreien. Da kam Rader und schoss ihm in den Kopf. Ich sah das Blut und nach meinem Dafürhalten war er tot. Also widmete ich mich wieder Catherine. Doch auch sie hatte ich nicht gut genug gefesselt. Und sie fing an, sich zu wehren und mit mir zu kämpfen.
Raider nahm ein Messer und stach mehrmals auf die Frau ein, bis sie tot war. Der Bruder kam wieder zu sich und es gelang ihm, trotz seiner Verletzung, aus dem Haus zu laufen und um Hilfe zu rufen. Ich dachte, dass gleich die Polizei kommen würde. Ich hörte, wie die Tür aufging und sah den Bruder über die Straße laufen. Also machte ich alles so schnell wie möglich sauber und verschwand. Obwohl Raider den Mord geplant hatte, hat er vergessen, seine eigenen Fesseln mitzunehmen. Hätte ich mein eigenes Material dabei gehabt, wäre Kevin heute nicht mehr am Leben. Das sage ich nicht, um anzugeben. Das ist einfach Tatsache. Bei seinen ersten Morden beging er Fehler, die ihm durchaus zum Verhängnis hätten werden können. Tatsächlich ging er selbst ja sogar davon aus. Beim zweiten Mord dachte er, es gäbe einen Zeugen. Außerdem hatte er Dinge am Tatort zurückgelassen. Er war sehr nervös, weil er glaubte, er hätte einen schweren Fehler begangen. Wir sprachen mehrmals mit Catherines Bruder. Aufgrund der traumatischen Schädelverletzung, die er erlitten hatte, konnte er uns jedoch keine allzu genaue Täterbeschreibung liefern. Wir wussten nur, dass es sich um einen Weißen handelte und in welchem Alter der Täter ungefähr war. Mehr Informationen gab es nicht. Nicht lange nach der Ermordung von Catherine Bright meldet die Presse, dass drei Männer für den Mord an der Familie Otero verantwortlich gemacht werden. Raider konnte es nicht ertragen, dass jemand anderes für seine Morde im Rampenlicht stand. So kam es, dass der BTK-Killer mit der Polizei Kontakt aufnahm. Er schrieb uns einen Brief. Er schrieb der Polizei, dass er weitermachen würde. Wenn sie es nicht schaffen, mich zu kriegen, müssen noch mehr Menschen sterben. Doch er schlägt erst drei Jahre später wieder zu. Der nächste Mord fand 1977 statt, als ich Polizeichef war. Shirley Vianne war alleinerziehend und mit ihren Kindern zu Hause. Die Kinder hämmerten wie wild an die Tür und schrien. Shirley wurde schlecht. Sie musste sich übergeben. Ich gab ihr etwas Wasser zu trinken. Dann fesselte ich sie, zog ihr eine Tüte über den Kopf und erwürgte sie. Da seit den letzten Morden eine so lange Zeit vergangen ist, stellen die Ermittler zunächst keine Verbindung zu den Mordfällen Otero und Bright her. Zwischen den Morden lag auch deshalb so viel Zeit, weil Raider in der Zwischenzeit Vater geworden war. Er konnte sein Leben aufteilen. Da war der liebende Vater und da war der Mörder. Im Dezember begeht der BTK-Killer seinen nächsten Mord, den er später als die perfekte Tat bezeichnen wird. Nancy Fox war eine junge, hübsche Frau und sie lebte allein. Ich ging hinters Haus und schnitt die Telefonleitung durch. Dann brach ich ein und wartete, bis sie nach Hause kam. Kaum hatte sie ihre Wohnung betreten, wurde sie von ihm überwältigt. Ich sagte ihr, ich hätte sexuelle Probleme und müsste sie jetzt fesseln. Dann würde ich Sex mit ihr haben. Sie bekam Angst, also plauderten wir eine Weile. Dann fesselte ich sie mit den Handschellen, legte sie aufs Bett, fesselte ihre Füße und begann sie mit dem Gürtel zu strangulieren. Er würgte sie, bis sie beinahe tot war. Und während er sie strangulierte, masturbierte er auf sie. Patienten wie Raider erregt es, die Pein ihres Opfers zu verlängern. Sexuell motivierter Sadismus bezeichnet die Tatsache, dass ein Mensch Lust oder Befriedigung dadurch erlebt, anderen Menschen Schmerzen zuzufügen.
Es verleiht ihm ein Gefühl von Macht. Raider und andere Täter strangulierten ihre Opfer, ließen sie zunächst aber leben und wiederholten die Prozedur anschließend oft brutaler. Dadurch verlängerten sie die Qualen des Opfers und ihre eigene sexuelle Stimulation. Raider ist so stolz auf seine Taten, dass er beschließt, Presse und Polizei darüber in Kenntnis zu setzen. Am nächsten Tag meldete er selbst den Mord bei der Polizei. Er rief von einem öffentlichen Fernsprecher an und informierte uns über den Mord. Er nannte die Adresse. Fahren Sie zur Adresse 843 South Pershing. Nancy Fox wurde ermordet. Unsere Leute fuhren hin und fanden die Leiche. Uns war sofort klar, wir hatten es mit einem Serienmörder zu tun. BTK war wieder da. Am 10. Februar 1978, zwei Monate nach dem Mord an Nancy Fox, erhält der örtliche Fernsehsender KAKI eine makabre Botschaft per Brief. Sie stammt vom BTK-Killer, der sich zu den Morden an der Familie Otero, Shirley Vian, Nancy Fox und einem weiteren, noch nicht identifizierten Opfer bekennt. Seinem Schreiben legt er ein Gedicht mit dem Titel Tod der Nancy und eine Zeichnung bei, die Fox zeigt, wie sie tot auf dem Bett liegt. Kurz danach gab ich bekannt, dass wir ab sofort mit dem FBI und seiner örtlichen Ermittlungsbehörde zusammenarbeiten würden, wegen des Serienmörders. Ab diesem Zeitpunkt kauften die Leute Schlösser und Waffen. So etwas hatte es in Wichita noch nie gegeben. Endlich bekommt Raider die Aufmerksamkeit, nach der er sich sehnt. Raider wollte Anerkennung. Er wollte schlauer sein als alle anderen. Und durch seine Botschaften konnte er seine Überlegenheit nun nicht mehr nur am Ort seiner Morde unter Beweis stellen, sondern auch in der Öffentlichkeit. Er bewies seine Schlauheit und seine Macht, indem er die Polizei vorführte, die ihn nicht finden konnte. Aus Sicht der Polizei war das natürlich mehr als frustrierend. Wir wussten nicht, wann oder ob es jemals aufhören würde. Er mordete ja nicht regelmäßig. Manchmal vergingen 3 Jahre. Im Grunde konnten wir nichts anderes tun, als auf sein nächstes Opfer zu warten. Das war schon sehr traurig. Die Polizei ist ratlos und weiterhin gehen die höhnischen Briefe des Killers ein. Die Bewohner von Wichita leben in der Ungewissheit, dass er jederzeit wieder zuschlagen kann. Und jeder von ihnen könnte der Nächste sein. Wichita, Kansas. Seit über 4 Jahren hält ein Serienmörder die Stadt in Atem. Die Polizei tappt im Dunkeln. Der Täter nennt sich selbst BTK. Für Bind, Torture, Kill. Fesseln, Foltern, Töten. Er wartet diesmal 7 Jahre, bis er sich das nächste Opfer sucht. Was hat ihn so lange von seiner Aktivität abgehalten? Nachdem Raider 7 Menschen ermordet hatte, bildete er sich in Straf- und Zivilrecht weiter. Dabei ging es ihm nicht darum, ein guter Bürger zu sein, der die Gesetze einhält, sondern darum, sein Handwerk zu perfektionieren. Raider beginnt, seine Opfer genauestens auszuspionieren, wie er in seinen Briefen berichtet. Ich hatte mehrere sogenannte Projekte. Es gab verschiedene Personen, die ich beobachtete. Ein Auswahlprozess. Diese Projekte beinhalteten die Verfolgung des potenziellen Opfers sowie die Planung, wie er es am besten überraschen und auf welche Weise er es töten könnte. Er durfte keine Spuren hinterlassen und musste dafür sorgen, dass er auf alle Eventualitäten vorbereitet war. Alle diese Dinge ging er akkurat im Geiste durch, wie es seiner zwanghaften Art entsprach. Es musste alles haargenau geplant sein.
Seine Ausrüstung befand sich in einer schwarzen Tasche. Sie bestand aus der Schnur, mit der er seine Opfer strangulierte, aus Plastiktüten, die er ihnen über den Kopf stülpte, aus Klebeband, aus einer Pistole und Messern. Er hatte alles dabei, was er benötigte. Ich nannte es mein Mordkit. In Anbetracht seiner zwanghaften Planung wirkt die Auswahl der Opfer des BTK-Killers ziemlich wahllos. Wer sich mit Serientätern beschäftigt, weiß, dass sie verschiedene Phasen durchlaufen. Eine dieser Phasen ist das Ausspähen. Man sucht ein Opfer und beobachtet mehrere Personen Monate oder Jahre lang. Beginnt man, eine Person zu verfolgen, ist klar, das wird das Opfer sein. Er fuhr die Straße entlang und sah dabei vielleicht eine Frau, die auf ihrer Veranda saß oder in ihr Haus ging. Er sah sie und sagte, du bist die Nächste. Sein nächstes Opfer muss Dennis Rader nicht lange suchen. Die Frau lebt nur 4 Häuser weiter. Am Morgen begann in Sedgwick County die Suche nach einer vermissten Frau. Die 53-jährige Maureen Hedge wurde am Samstag vor einer Woche zum letzten Mal gesehen, als sie nach einem Abendessen mit einer Freundin gegen 1 Uhr nachts nach Hause kam. Am selben Tag wurde ihre Telefonleitung durchtrennt, die Haustür stand offen und Hedge war verschwunden. Für die Nacht, in der Maureen Hedge ermordet wird, hat Dennis Rader ein Alibi. Er fuhr mit seinem Sohn ins Pfadfinderlager. Nachts um 1 stand er jedoch auf und fuhr weg, um Hedge zu töten. Danach kehrte er in das Zeltlager zurück, als sei nichts geschehen. Ich legte sie in den Kofferraum und fuhr mit der Leiche zur Christ Lutheran Church. Als sie tot war, machte ich noch ein paar Fesselbilder von ihr. She was a deacon at the church. Sie war Diakonin und er machte Fotos von ihr in der Kirche. Im Hintergrund sah man die Chorgewänder, die im Keller aufbewahrt wurden. Er spielte mit ihrem Körper, drapierte ihn für seine Fotos. Das ist wirklich krank. 9 Tage nach Maureen Hedges Ermordung findet man ihre Leiche. Da lag ein toter Hund und gleich daneben sah ich einen Fuß. Die Leiche war unbekleidet und bereits stark verwest. Im Graben daneben lag eine zusammengeknotete Strumpfhose. Nicht zum ersten Mal benutzt Dennis Rader die Aktivitäten mit den Pfadfindern als Alibi. Er leitete eine Pfadfindergruppe und war oft mit den Jugendlichen unterwegs. Als er seine autoerotische Phase durchmachte, schlich er sich oft nachts aus dem Lager und versuchte auch einmal, sich selbst aufzuhängen. Einmal hob er ein Grab aus, setzte sich eine Maske auf und legte sich in weiblicher Unterwäsche in das Grab. Dann machte er mit einer Polaroid-Kamera Bilder von sich. Seine Schilderungen klangen immer extrem nüchtern, als ob es das Normalste auf der Welt wäre, was er tat. Hier habe ich ein Grab geschaufelt, hier habe ich mich in Frischhaltefolie eingewickelt, hier trage ich eine Strumpfhose und eine Gesichtsmaske. Nein, das ist nicht das Normalste auf der Welt. Ich musste ihm sagen, so ein Unsinn. Es passierte ihm mehrmals, dass er sich bei seinen autoerotischen Experimenten fast nicht mehr selbst befreien konnte und Angst hatte, die Pfadfinder könnten ihn entdecken. Das empfand er als sehr erniedrigend. All das gehörte zu seinem anderen Ich. Auf den Mord an Maureen Hedge folgen 2 weitere Bluttaten. 1986 ermordet Rader Vicki Wagerly. Auch den Mord an Wagerly hatte er sorgfältig geplant. Er stieg in ihr Haus ein und wartete, bis sie mit ihrem Kind vom Einkaufen nach Hause kam. Ich zog meine Pistole und bat sie, mit mir ins Schlafzimmer zu gehen. Er quälte sie und ließ sie gefesselt auf dem Bett liegen. Ihr Mann kam am Nachmittag nach Hause und machte sofort seine Frau los, weil er dachte, sie würde noch leben. Aber sie war tot. Der BTK-Killer hatte wieder zugeschlagen.
Erst 4 Jahre später, 1991, wird Raider wieder aktiv. Ein 15-Jähriger, der seinen Hund ausführte, entdeckte die Leiche am frühen Morgen. Bei der Toten handelt es sich um die 62-jährige Dolores Davis. Ich fesselte sie mit Handschellen, dann strangulierte ich sie. Ich hatte vor, sie verschwinden zu lassen und wickelte sie in eine Decke, um sie in den Kofferraum zu laden. Die Ermittler am Tatort machten keine genauen Angaben über den Zustand der Leiche, aber es ist davon auszugehen, dass es sich um Mord handelt. Danach verschwand der BTK-Killer aus der Öffentlichkeit. In Wichita sitzt man wie auf glühenden Kohlen. Wird der brutale Killer wieder zuschlagen? Doch nichts passiert. Auch bei den Ermittlungsbehörden ging man davon aus, dass er eventuell wegen eines anderen Vergehens in Haft genommen wurde. Das kommt häufig vor. Doch Raider war nicht verhaftet worden. Er war immer noch da. Jeder hatte seine eigene Theorie. Ich dachte, wenn er nicht tot ist, ist er einfach inzwischen zu alt und macht nichts mehr. Raider hatte sich von jedem seiner Morde Erinnerungsstücke mitgenommen, die er in einem Baumhaus in seinem Garten verwahrte, zusammen mit den Detektivzeitschriften und seinen selbstgemachten Pornoheften. Er verschaffte sich Befriedigung durch das Betrachten der Fotos, die er selbst von den Opfern gemacht hatte, und von den kleinen Trophäen, die er jedem Opfer genau zuordnen konnte. Das stimulierte ihn sexuell. Raiders Kinder werden erwachsen, er selbst wechselt den Arbeitsplatz. Jetzt arbeitet er als Compliance Officer bei der Gemeinde. Dennis war bei der Gemeinde Park City angestellt. Er stellte Strafzettel aus, wenn sich die Leute nicht an die Vorschriften hielten. Er maß sogar mit einem Maßband die Länge ihres Rasens und verpasste ihnen eine Knolle, wenn das Gras zu hoch war. Er verhängte ein Bußgeld, weil eine Frau ihren Hund nicht angeleint hatte. Die Frau zog vor Gericht und ihr Anwalt war überrascht, wie akribisch Raider sich verteidigte. Er verbrachte Stunden und Tage damit zu beweisen, dass das Bußgeld gerechtfertigt war. Ich bin Strafverteidiger und habe auch mit Vergewaltigern zu tun. Nicht mal da bereitet sich die Anklage so akkurat vor. Raider war so perfekt vorbereitet, als ginge es nicht um ein Bußgeld, sondern um einen Mordfall. Dieses Bild machte Raider von dem Hund zum Beweis, dass das Tier vor dem Gartenzaun frei herumlief. Jeder andere hätte das Tor aufgemacht und erst einmal versucht, den Hund wieder hineinzuscheuchen. Aber was tat Raider? Er versuchte sofort mit einem Betäubungsgewehr auf den Hund zu schießen. Das spricht Bände. Dennis Raider war ein totaler Kontrollfreak. Daher kam es für ihn auch nicht in Frage, diesen Fall vor Gericht zu verlieren. Ich konnte mir vorstellen, dass Raider Hunde tötet. Bei Shadow hat er es auch probiert. Aber dass er Menschen umbringen würde, nein. Allmählich kehrt in Wichita wieder der Alltag ein und eine neue Generation wächst heran, die nichts von den Schrecken der Vergangenheit weiß. Doch im Jahr 2004, 30 Jahre nach dem Mord an der Familie Otero, meldet sich der BTK-Killer zurück. Seit heute Abend sorgt der Serienmörder, der Wichita über Jahre in Angst und Schrecken versetzte, wieder für Schlagzeilen. Und wieder haben die Menschen Angst. Zwischen 1974 und 1991 ermordet der sogenannte BTK-Killer in der Stadt Wichita in Kansas 10 Menschen. 13 Jahre lang geschieht nichts, doch dann kehrt das Grauen plötzlich in die Stadt zurück. Die Zeitung Wichita Eagle erwähnte in einem kurzen Artikel den Jahrestag der Ermordung der Familie Otero. Offensichtlich las der Killer den Artikel und beschloss, dass er wieder einmal im Rampenlicht stehen wollte. Meine Sekretärin sagte, Chief Williams ist in der Leitung, er muss Sie dringend sprechen.
Er sagte zu mir, Sie werden es nicht glauben, aber wir haben gerade eine Botschaft vom BTK-Killer erhalten. Ich sagte, Sie machen Witze. Doch er erwiderte, nein, kommen Sie her und sehen Sie sich das an. Seit heute Abend sorgt der Serienmörder, der Wichita über Jahre in Angst und Schrecken versetzte, wieder für Schlagzeilen. Meine erste Reaktion war, er meldet sich vielleicht, weil er seine Taten bereut. Aber im Gegenteil, es war die reine Arroganz, das Böse pur. Und wieder beginnt der BTK-Killer ein Katz-und-Maus-Spiel mit Presse und Polizei. Er machte mit uns eine Schnitzeljagd durch die Stadt. Er versteckte Müsli-Kartons, die Puppen enthielten, oft in der Position der damals Getöteten und manchmal auch ein Schmuckstück des Opfers. Dann meldete er sich bei den Medien mit dem Hinweis darauf, wo die Kartons zu finden waren. Wir wussten, wenn er damit weitermacht, kriegen wir ihn. So wie er es anstellte, hatte man den Eindruck, er wollte gefasst werden. Jeder aus der Abteilung wollte gerne derjenige sein, der ihn am Ende überführt. Er machte dumme Fehler und die Ermittler lernten bald, wie er tickte. Schließlich begeht Dennis Rader einen kapitalen Fehler, weil er sich offensichtlich mit Computern nicht auskennt. Auf diese Gelegenheit haben die Ermittler gewartet. Er fragte die Polizei, können Sie mich identifizieren, wenn ich Ihnen eine Diskette zuschicke? Über die Zeitung antwortete die Polizei ihm, alles okay, Rex. Das wollte er hören. Also schickte er ihnen die Diskette. Randy Stone ist damals Computerexperte bei der Kriminalpolizei. Er überprüft die Diskette, die der Killer geschickt hat, auf etwaige Hinweise. Auf der Diskette befand sich eine Datei. Anhand der Datei ließ sich erkennen, dass die Software auf die Christ Lutheran Church lizenziert war und dass die Person, die das Dokument zuletzt gesichert hatte, sich auf dem Computer als Dennis eingeloggt hatte. Es handelt sich um Dennis Rader, den gewählten Präsidenten der Kirchengemeinde der Christ Lutheran Church in Wichita. Wir waren alle völlig baff. Und dann ging plötzlich alles sehr schnell. Am 25. Februar 2005 wird Dennis Rader verhaftet. Jetzt habt ihr mich. Sagen Sie, wer Sie sind. Ich bin der BTK-Killer. Rader legt ein umfassendes Geständnis ab. Er spricht 33 Stunden über seine Taten. Und die Polizei von Wichita kann endlich die Identität des Mannes bekannt geben, der die Stadt über 30 Jahre mit seinen grausamen Taten in Atem gehalten hat. Ich sagte zu meinem Sohn, wenn Sie bekannt geben, wer es ist, sag mir Bescheid. Ich stand unter der Motorhaube seines Wagens, als er mir den Namen Dennis Rader nannte. Ich wäre fast in den Motorraum gekippt. Ich konnte es nicht fassen. Wir hatten gerade erst zusammen unser alljährliches Klassentreffen besucht. Es war unser 40-jähriges. Meine Frau und ich hatten ihm und seiner Frau gegenüber gesessen und uns gut mit ihnen unterhalten. Es war ein netter Abend. Es ist nicht zu glauben, wie sich ein Mensch so lange so verstellen kann. Ich weiß nicht, wie viele Mörder ich in meiner Laufbahn verteidigt habe. Aber Rader gehört ganz sicher nicht zu meinen Top Ten der am gefährlichsten wirkenden Täter. Es gibt Mörder, die augenblicklich Boshaftigkeit und Angst verbreiten, sodass man eigentlich nicht in einem Zimmer mit ihnen sein möchte. Bei Dennis Rader war das anders. Und das war auch der Grund dafür, warum man ihn so lange nicht entdeckte. Ihn umgab eine Aura von Normalität. Niemand traute ihm zu, ein Mörder zu sein. Es war sehr schwer für mich, seine Schilderungen anzuhören. Vor den Kindern der Opfer sprach er über seine Taten. Sie zogen ihr eine Tüte über den Kopf und strangulierten sie.
Womit? Ich fesselte zuerst ihre Beine ans Bett. Dann wickelte ich das Seil um sie und mit dem Rest erwürgte ich sie. Das sind Dinge, die man verdrängen will. Das habe ich versucht. In seiner verzerrten, unmoralischen Weltsicht war das, was er getan hat, seine Morde, eine Leistung, auf die er stolz sein durfte. Darum berichtete er der Polizei und vor Gericht so bereitwillig alle Details. Er schämte sich nicht. Er war stolz auf sich. Rader bekennt sich zu Verhandlungsbeginn schuldig. Im Rahmen einer Anhörung kommen der Täter selbst und auch die Angehörigen der Opfer zu Wort. Keine Strafe, die Dennis Rader auferlegt wird, ist vergleichbar mit dem, was ihn am Tag des jüngsten Gerichts erwartet. Er zeigt weder Reue, noch Mitleid, noch Gnade. Und er selbst hat auch keine Gnade verdient. Dennis Rader hat es nicht verdient zu leben. Ich möchte, dass er so leidet, wie er seine Opfer leiden ließ. Wenn ich ihre böse Natur hätte, würde ich mich daran erfreuen, dass ihre Gemeinde und ihre Freunde sich von ihnen abwandten, dass ihre Frau die Scheidung einreichte und ihre Kinder sie verleugnen, dass sie nie mehr in ihrem verkorksten Leben menschliche Wärme zu spüren bekommen werden. Aber wurde Dennis Rader als Mörder geboren? Ich denke nicht, dass Dennis Rader böse war. Seine abweichende sexuelle Konditionierung führte zu seinen Taten. Er hätte sich auch anders entwickeln können. Es hatte nichts mit seiner Erziehung zu tun und nichts mit seiner Herkunft. Er wurde auch nie misshandelt. An seiner Umwelt hat es nicht gelegen. Es muss also Anlage gewesen sein. Man kann nicht 10 Menschen ermorden, wenn man geistig klar ist. Es muss etwas Grundlegendes schieflaufen, wenn man in der Lage ist, Menschen zu quälen und zu töten, Kinder zu töten und dann mit seinem Leben so weiterzumachen, als wäre nichts geschehen. Serienmörder weisen häufig neurobiologische Störungen auf. Fragt man einen Heterosexuellen, gab es einen entscheidenden Auslöser dafür, dass sie heterosexuell geworden sind? Lautet die Antwort meist, nein, ich bin einfach so. Stellt man einem Homosexuellen dieselbe Frage, genauso, nein, ich bin einfach so. Und dasselbe gilt auch für abweichende sexuelle Erregungsschemata. Dennis Rader wurde so geboren. Das bedeutet natürlich nicht, dass er zum Mörder werden musste. Er selbst konnte es steuern. Dennis Rader hat 1986 meine Frau umgebracht. Das Gericht, die Medien, die Öffentlichkeit, alle wissen, dass er böse ist. Und dennoch gibt es keine Bestrafung für ihn, die unseren Bedürfnissen gerecht werden könnte. In seinem Körper lebten 2 Personen. Eine war der liebende Ehemann und Vater, der Pfadfinderführer. Und die andere war ein absolutes Tier, das so gar nichts hatte von dem Dennis, den wir kannten. Ein vollkommen anderer Mensch. Shirley Vian war meine Mutter. Ich möchte nur, dass er für den Rest seines Lebens leiden muss. Wurde er als Kind misshandelt oder missbraucht? Nein, er tat es, weil er böse ist. Am 18. August 2005 wird Dennis Rader zu einer 10-fachen lebenslangen Haftstrafe verurteilt.